Herzlich willkommen zurück zu unserem Soul Silver Randomizer Nuzlocke. Wie ihr gesehen habt, es ist jetzt irgendwie nur noch so alle zwei Tage, denn, ja, irgendwie nicht genug Zeit. Aber wir machen uns ja gerade auf dem Weg nach, zur Top 4. Haben hier ja schon... Doch, wir hatten hier ein Pokémon gefangen, ne? Ich hab keine Ahnung mehr, ist schon so lange her. Doch, wir hatten hier ein Pokémon gefangen. Okay, wenn du meinst. Ja, im Wasser. Okay. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber wir haben was gefangen. Okay. Crit-Score! Ich sollte mal eher gucken, dass ich was wirklich... Was denn? Dass ich was anderes trainiere als Claudio. Eneko. Nee. Komm, damit wird auch irgendwas anderes fertig, wie beispielsweise der Nautilus nicht. Insgesamt sollte ich, glaube ich, mal lieber Orochi nach vorne setzen, weil der mal Erfahrungspunkte braucht. Okay. Oh, seriously. Eneko imitiert einfach unsere Drachenwut. Das macht Orochi richtig wütend. Vor allem dann genau diesen Move, der immer 40 Schaden macht. Das ist super. Also insgesamt, Yokozuna ist neben Orochi und CJ, der ja nicht dabei ist, weil wir ihn zum Surfen brauchten und ich eindeutig nicht Lugia Surfer beibringe. No. Na gut, wir brauchen auf jeden Fall auch noch Cascada, also ich werde Lugia auf gar keinen Fall Cascada beibringen. Surfer könnte ich mich sogar noch überreden lassen. Da würde ich mich wirklich sogar noch überreden lassen, aber auf keinen Fall Kaskade. Intensität 7. Ein keine Scared, aber ich glaube, so Drachenwut reicht aus. Bams. Damit Orochi mal ein paar Bams. Erfahrungspunkte kriegt. Bams klingt so schön. Das ist ein wunderschönes Bams. Was ist das dagegen? Ganz ehrlich, ich gehe dir mal kurz aus dem Weg, weil ich meine nämlich... Oder auch nicht. Okay, wir gehen nochmal zu dem Typen zurück. Na, oh, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock gegen das zu kämpfen. Ich habe gerade überlegt, ewiges Eis. Hätten wir Eis-Pokémon, würden sich darüber freuen. Oh, wir haben Schnäppke, wir haben Schnäppke. Ganz ehrlich, da hinten ist ganz bestimmt ein Item. Genauso wie wenn ich da nach rechts gehe, ein Item ist. Aber ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, das Item zu suchen. Wobei es können... Oh Mann. Wenn da ein Item ist, ja, wir müssen nachgucken, ob da ein Item ist, ne? Den Metallmantel. Ein Traumato. Das Meditation einsetzt. Okay, ich bin leicht. Okay, Fakey tötet Traumato. Fakey frisst Traumatos zum Früh. Ganz ehrlich, kann ich auch einfach auf der anderen Seite surfen? Ich habe nicht so viel Lust nachzugucken, aber. Okay, wenn ich dann noch hier durch Whirlpool und so durch will, ja, dann ja. No. Aber du könntest ja eigentlich mal also die Gelegenheit nutzen und deine neue Let's Play Serie ankündigen, die heute Abend um 4:30 ja an den Start geht. Ja, Final Fantasy Let's Play. Ja. Ja. Oh mein also Gott. Final Fantasy 14, nicht, dass jemand jetzt denkt, oh mein Gott, ich spiele das erste Final Fantasy. Nein, das tue ich nicht. Warum nicht? Weil ich es nicht habe. Warum nicht? Darum. Warum hast du dir noch nicht fürs iPhone geholt? Mal Let's Playen. Warum hast du es dir noch nicht fürs iPhone geholt und Let's Play ist das? Weil ich keine Lust habe. Ich will lieber Grania Let's Playen und spielen und. Was? Grania war mein erstes japanisches Rollenspiel. Für die PlayStation. Are you kidding me? Was? Serafina und? Ja. Und? Da ist ja nun Giratina. Auf Level 30. Ja, okay, aber trotzdem. Alter, Nautilus one-shottet das ja nicht mal. Nautilus, du brauchst Eisstrahl. Kriegt Lugia überhaupt Eisstrahl? Weiß ich gar nicht. Ich meine... Wobei es ja echt sehr schöne Erfahrungspunkte für Orochi sind. Einerseits würde ich so gerne drinnen bleiben, andererseits no. Erstmal ein Mogelhieb. Kraftwelle und damit ist das Goldini erledigt.
Und Yokozuna wird auch Level 38. Dann haben wir auch einen Glurak und ich muss gerade gähnen. Zum Glück wird es kein Glurak Y sein. Das heißt, vor der Sonne brauchen wir schon mal keine Angst zu haben. Das heißt, sehr unwahrscheinlich, dass es Solarstrahl benutzt. Zumal ist, glaube ich, Solarstrahl ja sowieso nur durch. Ja, natürlich, Glurak. Ja, natürlich, Glurak hat Drachenwut. Hm, ja. Ja, okay. Ja. Why not? Weil wegen them. Okay, puh. Ganz ehrlich, weil hier hinten jetzt nicht langsam irgendwie so... Oh, okay, hier können wir nur das Pokémon fangen, aber... Ich will mich heilen. Dreh dich um. Dreh dich um. Mach ein bisschen Krach. Verdammt. Was machst du? Ich dachte gerade, ich könnte noch einen Schritt gehen. Nein. Er hat einen Mogmon. Oh, wie schön. Fuck, wir sind eingesperrt. Ich heil mal vor, die Zabarodochi. Ich habe keine Ahnung, was das Magma vorhat. Konfusstrahl. Ja, das ist doch schön. Not. Die Feuerwirbel macht so gut wie gar nichts und Todochi verletzt sich natürlich selbst. Finte. Nein, ein Crit! Nein. Ich hätte es doch heilen sollen. Ja, hättest du. Aber ich dachte, komm, es ist nur drei Level. Ja. Es ist nur drei Level unter diesem Magma. Und es hat eine... Es widersteht Magma Stabs. Warum sollte ich denn Angst vor dem haben? Darum. Das Blöde ist, wenn die da hinten nicht irgendwie einen Computer hat. Ist das ja gar nicht mal so leicht, wie wir Orochi austauschen wollen. Und Stachler. Naja, dafür ist ein bisschen zu spät, ne? Boah, hätte ich jetzt geschrien. Ich weiß gar nicht, kann man durch Aurora-Strahl Pokémon einfrieren? Sollte ich immer nur notfalls... Boah, ganz ehrlich, das wirkt jetzt so auf, dass wir deswegen Orochi verloren haben. Ich mich über einen Knackrack gefreut. Aber das ist ja der Grund, warum wir keine schönen Dinge haben können. Das Haus ist es, was ich schon die ganze Zeit suche. Nein, natürlich hat sie keinen Computer. Verdammt. Das heißt, wir haben Orochi schon die ganze Zeit im Team, aber er gilt als tot. Das heißt, wir tragen eigentlich gerade die ganze Zeit eine lebende Leiche mit uns rum. Ganz ehrlich, wir werden losgehen, den einen Encounter kriegen, ne? Und mir dann überlegen, ob ich losgehen will, nochmal zurückgehen will, ein neues Pokémon holen, weil ich würde schon gerne die ganzen Erfahrungspunkte, die wir durch die Typen hier kriegen, ne? Die würde ich an sich schon gerne nutzen. Okay, was können wir hier fangen? Das Pokémon, das wir hier... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Dummyplex. Wir haben gerade unser... Knacker, unser Knacksel verloren. Das zu einem wunderbaren Knackhack hätte werden können. Und was ist unser... Was? Ersatz? Ist unser Ersatz ein Dummyplex? Also ich weiß nicht. Mhm. Ein Dummyplex. Warum musste das Magma kritten? Ich sag dir nicht, der Crit macht, macht den Unterschied. Mhm. Ich nenn's Bambi. Bambi war ein Junge. Bambi war kein Mädchen? Nein. Sicher? Ja. Ehrlich? Ja. Ich habe all die Jahre gedacht, Bambi ist ein Mädchen. Nein, Bambi ist ein Junge. Wirklich? Ja. Keine Ahnung. Wirklich? Ja. So
Das glaube ich jetzt nicht, das muss ich nachgucken. Bambi kriegt auch später sogar Hörner. Bambi. Er guckt ja gleich nach. Bambi, Junge oder Mädchen? Bla bla bla. Bambi ist ein... Kinder, der Kinder von Bambi aus dem Jahr, bla bla, Handlung. Ich drück grad alles. Charaktere. Der junge Hirsch. Bambi ist echt ein Junge? Sag ich doch. Der Fuck. Weiß Bambi das? Ja. Wenn ich mich recht erinnere, kriegt er sogar noch eine Freundin. Weiß sie, dass er ein Junge ist? Der Name, ich habe hier gerade mal nachgeguckt, der Name scheint eigentlich auch aus dem italienischen Wort für Kind Bambino entstammt zu sein. Weiß die Mutter, dass der ein Junge ist? Ja! Klopfer auch? Ja, natürlich ist Klopfer ein Junge. Nein, nein, weiß Klopfer auch, dass Bambi ein Junge ist? Ja, wahrscheinlich hat er auch immer gedacht, dass Blume ein Weib ein Junge ist, ne? Who the fuck ist Blume? Blume ist das Stinktier. Schatz, ich kann mich nur noch an Bambi, die Mutter und Klopfer erinnern. Und ich habe all die Jahre gedacht, Bambi ist ein Mädchen. Im zweiten Teil wird Bambi sogar von seinem Vater aufgezogen. Ich kann mich nur an Bambi, Klopfer und die Mutter erinnern. Und die Mutter stirbt. Spoiler. Aber der Film ist 70 Jahre alt, also. Ihr hattet Zeit, den zu gucken. Ja. Wie nennen wir es dann jetzt? Ein Junge. Wie nennen wir es dann jetzt? Keine Ahnung, ich kenne kein weibliches Reh. Weil ich glaube irgendwie so Bambi ist ein Junge ist irgendwie zu lang. Okay, okay, ich habe einen Namen, ich habe einen Namen. Nicht. Hoffentlich passt das. Jetzt muss ich noch Bambi. Nein, nicht Bambi, passt nicht. Passt Verdammt. Nicht. Verdammt! Noriko. Nordspammy! Haha, der passt! Ja. Ganz ehrlich, ich hab all die Jahre gedacht, Bambi ist ein Mädchen. Hey, ist da noch was? Nein, Bambi ist ein Junge. Habt ihr einen Computer? Eins, zwei, drei... 4, 5, 6, 7. Hier leben die sieben Zwerge. Da steht etwas geschrieben, willst du es lesen? Meine lieben Brüder und Schwestern, Pokémon-Trainer unter die Arme greifen zu dürfen, ist unser... Ach, mein Moment, hier sind die sieben Zwerge. Hä? Wenn es einen Trainer anspricht, geben wir ihm gerne ein nützliches Item. Gezeichnet Monja. Weiterlesen. Das hier sind Geschwister. Nein, das sind Geschwister, die nach den Wochentagen benannt sind. Ernsthaft? Deswegen sind es auch sieben, weil wir sieben Wochentage haben. Ernsthaft? Ja. Verdammt nochmal, wenn du sie heiraten willst, dann mach einen Antrag. Melly spielt gerade Tomodachi Life, für alle, die es interessiert. Ich habe den Antrag verkackt, also habe ich das Spiel nochmal neu gestartet. Also, Spiel aus, DS ausgemacht und nochmal neu gestartet. Seitdem konnte okay, ich nicht mehr, mir einen Antrag zu machen. Um uns mal so zu erklären, ich habe mich jetzt dazu entschieden, zurückzurennen. Aber ich glaube, das mache ich offscreen. Ich renne zurück und hole einen Pokémon-Ersatz für Knacks, für Knackrack. Und wir sehen uns dann hier an der Stelle wieder. Also, wenn euch dieser Part gefallen hat, es nicht getan, drückt auf Gefällt mir, stellt es nächstes Mal wieder ein. Bis dann. Bye, bye.